Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher Teil 3. Ja, wir reden mit Avalach und diesmal geht es wirklich ums Geralt. Ums Eingemachte. Genau. Es ist alles fertig. Wir können nach Undweg gehen. Wir haben den Sonnenstein gefunden. Jealpans Geschenk der Weißen Flotte an Dilian. Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt. Und Jealpan starb vor Kummer. So lange lassen wir Eredin nicht warten. Ich glaube, wir sind soweit. Denk dran, wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr. Ja gut, wir haben ja gerade gespeichert, das heißt, wenn wirklich noch was anfallen sollte, machen wir das halt danach. Ich bin bereit. Höchste Zeit, dass wir Segel setzen. Und Vic wartet. Na dann los. Genau, es wäre ja auch unsinnig, wenn wir die DLCs jetzt noch nicht machen, danach nicht mehr machen könnten. Vor allem, weil Blood and Wine ja noch gar nicht draußen ist. Aber Hearts of Stone wird danach bestimmt auch noch gehen. Das wird hinhauen. Ich bin zuversichtlich. Genau, und sonst die zwei Rüstungen, ich meine, die werden wir sowieso nicht hernehmen. Das wäre zwar schade, wenn wir die nicht mehr suchen würden, weil ich die Rezepte eigentlich schon gern hätte, aber ich weiß nicht, es wäre jetzt kein Beinbruch, sagen wir mal so. Ja, jetzt quatsche ich schon wieder über den Ladescreen. Tut mir leid, aber... Ihr postiert euch auf den Klippen. Hier, hier und... Danke, ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet. Sogar die, die gerade keine Augen haben. Ich will nur vermeiden... Oh, Geralt, auf dich haben wir gewartet. Wirklich? Ich hab doch schon angefangen. Wirklich? Mir scheint, ihr habt schon angefangen. Wir haben Fragen magischer Natur besprochen. Nichts, was dich besonders interessieren würde. Klar, ich bin ja nur ein schlichter Hexer. Schlicht, doch voller Komplexe. Nicht jetzt, Geralt. Schön. Du wolltest deinen Plan erläutern. Er ist einfach. Aber nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich aktiviere den Sonnenstein. Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen. Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der Enelle zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet. Und dann muss das 7. Imlak-Infanterieregiment unter Herzog Var Atre es entern. Mit deiner Hilfe. Okay, der Kaiser kleckert nicht. Ja, und was machst du so? Was ist mit dir? Wo wirst du sein? Ich warte als Reserve. Wenn etwas schief geht, greife ich ein. Wie ein General, der seine Truppen vom Hügel aus kommandiert. Tutest du ins Horn oder schickst du uns Boten? Welch feine Ironie. Doch womit habe ich sie verdient? Hast du Grund, an meinen Absichten zu zweifeln? Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten. Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen. Viel Glück. Dem Plan fehlt ein wichtiges Element. Was ist mit Ciri? Cirael wird warten. In sicherer Entfernung von der Nagelfahr. Da wird sie nicht mit einverstanden sein, ne? Lass mich raten. So hattest du dir das nicht gedacht. Nein, ich wollte mit dir gehen, so hatte ich mir das gedacht. Aber das lasse ich nicht zu. Viel zu gefährlich. Ich glaube, das wird früher oder später sowieso einen Grund für sie geben, einzugreifen. Aber ganz ehrlich, wir stehen ja hinter Ciri, ne? Dafür hat aber noch zu viele Geheimnisse. Du hast nicht das Recht, sie herumzukommandieren. Amüsant. Cirael hat das Gleiche gesagt, nur viel lauter. Doch, ich habe dieses Recht. Nur ich weiß, wie man den Sonnenstein aktiviert. Und ich tue es zu meinen Bedingungen oder gar nicht. Cirael hat die Stärke meines Arguments erkannt. Zweifellos wirst du das auch. Cirael, schwörst du, am Ufer zu bleiben? Habe ich eine Wahl? Wohin gehst du? Spazieren. Oder ist das auch nicht erlaubt, weil ich mir das Bein brechen könnte?
Oh ja, das ältere Blut kann feurig sein. Ja, ein bisschen leid tun tut's mir auch, tut's mir schon, aber naja. Es bringt nichts, Ciri zu sagen, was sie tun soll. Im Gegenteil, ich spreche aus Erfahrung. Am Ende macht sie doch, was sie will. Hoffen wir es. Wie bitte? Nicht wichtig. Wir haben wenig Zeit. Wenn du noch was erledigen musst, dir Tränke brauen oder was auch immer willst, mach es jetzt. Später wirst du nicht mehr dazu kommen. Ich warte bei den Boten und den Soldaten auf dich. Es sei denn, du willst jetzt schon mitkommen. Ich überleg gerade, aber eigentlich haben wir alles erledigt soweit, ne? Wir sind ausgerüstet, wir haben Zeug bei uns, gehen wir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Je eher es vorbei ist, desto besser. Folge mir. Große Hände. Ich gebe dir mein Herz? Was für eine Art Zauber soll das sein? Ein alter Liebesbrief, uralt. Wie gesagt, dieser Stein sollte ein Liebespaar vereinen. Ich hätte nie gedacht, dass ich Eredin so etwas mal sagen würde. En verellet Cyrenait. Ada eich blen Aidenei. Der Elfenstein hat ihr habt ja einen schönen Kreis gebildet. Das Sie kommen. Sieht kalt aus. Ich denke mal, Eredin wird riechen, dass es eine Falle ist. Und von daher glaube ich, der wird vorbereitet sein. Also, keine Wunde. Ist jetzt eher ungünstig für die Seefahrt. Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Was mich ein bisschen irritiert an dem Ganzen ist, die NL-Elfen wollen ja der Kälte sozusagen, die ihre Heimat befällt, vor der fliehen, ja, aber überall, wo sie selber auftauchen, taucht diese Kälte mit auf. Das ist echt seltsam. Stille. Es ist ganz still. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Cyrael, du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräfte. Ich schaffe das schon. Ciri! Aus dem Weg! Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. Okay.
Also darf Ciri doch was machen. Irgendwas ist anders an ihrem Kampfstil. Das blitzt so komisch. Das finde ich cool irgendwie. Boah, zieh ich richtig ab, ey. Hör mir auf. Okay. Warte mal. So. Nur noch One-Hits verteilen, ne? Na los, kommt mal her. Gut. Was ist mit denen hier platt? Steht unser Magier. Ah ja, garantiert. Dem Training mit Avalach? Leck mich am Arsch. Okay. Stab kaputt. Ja, Stab kaputt. Sehr gut. Steh auf, Kleiner. Oh mein Herz, Sibarien. Oh mein Herz. Isgard-Tiad. Die eingefroren, jetzt verstehe ich. Hexer? Also gut. Bringen wir es zum Ende. Darauf habe ich gewartet. Erchelwack. Okay, warte mal. Erstmal, was wichtig ist,
Verdammt. Die Mutagene sind irgendwie leer. Oh, Gift erhängen. Das ist, glaube ich, gar nicht so blöd in dem Fall. Das hat mir verdächtig nach einem Zauber aus Dark Souls ausgesehen. Das weniger. Boah, hör mir doch auf, ey. Siehst du, so einfach ist es nicht. Und das hier kam, gibt es noch mehr. Auf zu quatschen, Mann. Aua. Boah, der macht mich so übel langsam. Der hat Eskinius geschaffen da hinten. Aber das sollte... Nee, das ist doof. Axi. Nee, nicht Axi. Was mach ich denn? Ich trottel. Quen wollte ich, genau. Aber der vernichtet seine eigenen Viecher auch. Na los, komm. Hör auf! Bisschen Lebensenergie regenerieren. Okay. Hauen wir nochmal Pause rein. Siehst du, so einfach ist es nicht. Wo das herkam, gibt es noch mehr. Du kannst nicht gewinnen, auch nicht wenn du tötest. Herspringerei. Ich glaube, den können wir getrost als tot abstempeln. Muss gerade schon kalt sein da unten. Das brennt da oben alles, ne? Das ist jetzt nicht so geil. Oh.
Ah, seine Segelfackeln ab, das ist gut. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance! Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Elf! Boah, echt jetzt? Warte mal. Boah, hört mir doch auf, ey. Man lebt nur einmal! Oh, hör mir darauf, ey. Dämlicher Hund. Ist ja gut, ist ja gut. Ey, was ist denn los hier? Kann man so nicht annehmen, warte mal. Schweine würde ich trinken. Oh ja, Schweine wird nötig langsam. Ach, Reparatur wäre vielleicht auch nicht schwer, auch nicht schlecht gewesen. Aua, aua, aua. Doch auf. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Hunde tatsächlich töten soll. Weiter. Was jetzt, du Schickdreck? Okay, der war viel leichter zu töten. Wer ist der Nächste? Wer will Stahl von Skelly geschmeckt? Jalma, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahrt. Okay. Wir ersaufen euch Dreckschweine, bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist. Zum Teufel, auf wen denn? Auf wen sollen wir schießen? Na, ich würde mal eben schnell gucken beim Essen, ob da der Trank aus Tjernalir. Ne, achso, ne, haben wir ja neu gefunden. Das heißt, das ist ganz oben. 50 Sekunden ist jetzt nicht gerade die Welt, aber naja. So, ja, mein Schwert wollte ich mal reparieren eben. Gucken wir mal. Wir haben doch hier noch jede Menge Zeug. Ich glaube, ein Gesellenwaffenreparaturset ist dabei gar nicht so verkehrt. Was haben wir jetzt? Ja, 85% locker. Ja, war nicht für mich bestimmt.